Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Wende 1970, das ist Justice League Chronicles. Willkommen zum Finale des DC Comics Specials. Ein total schwieriger Ausdruck, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, wir sind bei der Justice League, der Gerechtigkeitsliga. Das erste Mal aufgetreten 1960 in The Brave and the Bold 28. Originalbesetzung, also das Gründerteam, Black Canary, Aquaman, Martian Manhunter, Green Lantern, der Hal Jordan, Flash, Barry Allen. Mittlerweile bekanntermaßen Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman und der Martian Manhunter. Und 95.000 andere aus dem DC-Universum genauso. Ist ja genauso wie bei den Avengers, bei den Rächern. Da muss jeder mal gewesen sein, sonst ist er ewig kein DC-Comic-Held. So, wir machen New Game und dann geht es los. Das ist auch ganz putzig, kann ich mal sagen. Warte mal, wir können ja mal den Watchdog. Nee, besser nicht. Den Watchtower Combat Simulator angucken. Da haben wir Hawkgirl, Flash, Green Lantern. Guck mal, Wonder Woman, die hatte noch gar keinen Auftritt. Richtig. So. Machen wir mal so einen kleinen Spaßkampf. Ach, das geht gar nicht. Ich darf gar nichts machen. Muss ja alles freispielen. Finde ich ja gar nicht so gut. Naja, gut, dann machen wir doch Story Mode. Wir können ja mal kurz gucken, was es in der Biografie gibt. Klar Kent, Kal-El, Bruce Wayne ist klar. Diana. Da ist hier noch Green Lantern John Stewart, aha. Wally West. Jones. Der Martian Manhunter. Ja, Hull. Ja. Haben wir auch mal durch. Aber ich kann ja mal die Options angucken. Ich meine, ist das letzte Video, kann ich machen, was ich will. Okay, ist auch nicht viel. So. Story Mode. Dark Winter. Auf geht's. Zeit für eine Routine-Mission, genau. Ja, das ist auch ein netter Game Boy Advance-Titel. Der ist auch ganz putzig. Jetzt weiß ich nicht, ob man den unbedingt so in seiner Sammlung haben muss, aber ich wollte jetzt nicht schon wieder irgendwie Justice League Task Force machen. Das haben wir schon 95 Mal. Ich kann euch da irgendwann mal die Mega Drive bzw. Genesis-Version von zeigen. Aber das finde ich hier ein bisschen interessanter. Die Vorgeschichte an. So, zack. Guck mal. Genau, ganz wichtig Ding an die lange Unterwäsche, weil die ist kalt. So. Wollen wir mal ein bisschen hier rumrennen. Genau, wir gucken mal, wo die Fabrik ist. Und ihr seht, da kann man jetzt ein bisschen rumhantieren. Ui! Da ist der Ring. Unsinn machen, wobei das hier noch nicht nötig ist. Dann hau ich mal eben so weg. So, das auch schon. Das Gitter weg. Also ist ganz putzig. Ist jetzt nichts Besonderes, das muss man auch wieder ganz klar sagen, aber ich finde die Aufmachung ganz gut. Warum das hier so komisch rumknackt, weiß ich nicht. Das habe ich irgendwie auch nicht verstanden mit dem Ton. Es kann aber sein, dass das hier wieder eine... Ne, Leute kennen das ja, eine veränderte Datei ist. Das habe ich bei Game Boy Advance-Spielen sowieso nicht verstanden, was die Leute hier rumdoktern, aber... scheint ja irgendwie so ein widerlicher Trend zu sein. So, ist da noch irgendwas? Ich meine, dass ich da lang muss, schon klar. Kann ich auch kaputt machen. Dann mache ich das doch. Alles, was man kaputt machen kann, mache ich doch gerne kaputt. Mal schön zum Aufspringen. Denke ich zu logisch? Schon nicht, ne? Okay, hat er. Hat er dementsprechend das mal deaktiviert und jetzt bin ich Flash. Frosty will not the happy-go-lucky snowman.
ist klar. Aber er steuert sich cool. Steuert sich auch wirklich schnell. Ja, komm. Bevor du überhaupt weißt, was los ist, ist schon kaputt. Zerstört, so. Geht doch. Jetzt kommt Faustkampf mit Flash, natürlich. Der tanzt dich aber im wahrsten Sinne des Wortes 30 Mal aus. Okay. Oh. Neues Eisspielzeug. Bist du gestorben? Ja. Gut machen. Flash. Kommst du da nicht hoch? Ja, mein. Ist ein bisschen eigenwillig, was seine Sprungphysik angeht. Ist mehr ein Läufer, anstatt ein Springer. Na, komm. Danke. So, wer bist du denn? Killer Frost natürlich. Würde sagen, irgendwo kenne ich die Alte noch. So, komm. Ja, ja, komm, komm, komm. Dunkelheit und überhaupt und. So, tschüss. Jetzt machen wir einfach den anderen Weg. So. Ist der Teil schon komplett. So. Machen wir weiter. So, muss ich nur ausweichen? Ja, gut. Ich weiß nicht, wie ihr Chancen haben wollt gegen den Flash, aber... Also ein paar, ich sag mal so, irgendwelche komischen Arktikforscher, die mit dem Flash anlegen. Das ist schon mutig. Na, schon wieder ein Leben verloren, was? Geht denn nicht ab? Geht ja gar nicht, also. Na komm. Und erinnert sich gerade die Musik nicht? Na gut, nicht, dass ich jetzt irgendwelche Fahrstuhlmusik haben möchte, nicht wirklich, aber das ist auch nicht so cool. Ich bin übrigens ganz stolz, das kann ich euch übrigens auch sagen. Ich habe tatsächlich das komplette DC Special, scheint total schwieriger Ausdruck zu sein, ich habe das schon mal gehört, an einem Tag dann aufgenommen zu haben. Hier nochmal danke an den großartigen Pinkcap, der mir 17 Mal in den Arsch getreten hat. Deswegen schaffe ich das auch. So. Für die mal Leute, die das wissen, wie geht das mit der Logistik? Ja, ne? Man muss sich vorbereiten, wenn man sowas macht. A, was gibt es überhaupt für DC-Helden? Und dann fängt man an, oder beziehungsweise in dem Fall, wenn man in dem Fall Catwoman mal abrechnet. Wo gibt's da Games zu? Und dann fängt man an, sich die Games anzugucken. Und dann fängt man an, die Games aufzunehmen. Guckt sich dann auch mal... Achso, ich bin schon tot. Gut, dann lassen wir es hier auch. Guckt sich dann natürlich dementsprechend auch an. Bisschen was zur Vorgeschichte. Ne? Da Wikipedia und Co. ist dein Freund. Oder Marvel-Wiki, DC-Wiki und Comic-Wiki. Gibt's ja genug von dem Kram. Und dann nimmt man das einfach auf. Das schafft eigentlich jeder. Ein paar Leute da draußen nicht, aber das ist ein anderes Thema. So, das war, ich sag mal, ein Justice League Game, was
okay ist, auch nichts wirklich Besonderes. Ich habe das ja schon im Vorfeld gesagt, aber ich wollte euch eben jetzt nicht schon wieder zum 100. Mal Task Force zeigen. Und die anderen Sachen fand ich noch nicht so prickelnd. Also es gibt noch ein paar andere Game Boy Advance Games, es gibt das Ding, es gibt auch, glaube ich, ein Justice League Heroes für die PSP, aber auch das fand ich nicht so prickelnd. Deswegen war das schon die gute Alternative. So, das DC Special ist durch. Haken dran. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, glaube ich, ne, müssten wir jetzt, glaube ich, heute Gründonnerstag haben. Und ja, mal gucken, was wir als nächstes für ein Special machen. Aber bevor irgendwelche Marvel-Fans, was weiß ich, jubelnd da sitzen und DC-Fans rumnörgeln, dachte ich mir, es ist Zeit, mach's es. Und besser jetzt als wann auch immer. Wer weiß das schon. Alte Regel, ich danke allen Daumen, egal in welche Richtung. Ich danke allen Kommentaren, egal in welche Richtung. Ich danke dem Teilen, egal wohin. Ich danke komplett eurer Unterstützung für diese ganzen Sachen, weil sonst ist das auch uninteressant. Ich möchte also auch nicht unbedingt ein Video machen und es guckt tatsächlich wirklich nur einer. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so motivierend, da bin ich ganz ehrlich. Und dann würde ich wahrscheinlich solche Sachen auch nicht machen. Dann würde ich wirklich die Sachen nur tun, die ich auch konsequent tun will, weil das hier zum Beispiel ist dann schon ein bisschen ein Bereich, wo man sagen kann, dann geht schon der Spaß ein bisschen weg, weil das ist manchmal schon Arbeit. Es ist zwar schön, dass man manche Games dadurch entdeckt, die ganz nett sind, aber das meiste ist dann doch eher sich durchprügeln. Das muss man ganz klar sagen. Und da hat man auch vielleicht nicht immer Zeit und immer Lust und Muße zu. Und ich weiß, ihr versteht das da nicht, aber das muss auch mal gesagt werden. So, dann haben wir es durch. Ich weiß noch nicht, was als nächstes für ein Special kommt, bevor ihr wieder anfängt rumzunörgeln. Aber sonst können wir ja schon langsam in Richtung 1. Mai gehen. Da gibt's das nächste. Seid mal gespannt. So, alles andere, sonst tobt euch auf meinem Kanal aus, dafür ist er da. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ich werde es auch noch wahrscheinlich länger bleiben für euch. Und dann geht's los. Weiter. Und immer weiter. Und immer, immer weiter. Weil wo sollte ich auch sonst hin? Außer ins Altersheim. Also bleibe ich lieber auf YouTube. Da gewöhne ich mich schon an die Senilität. Und den schreienden Wahnsinn. Oder so ähnlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tobt euch aus. Und lasst mal einen Daumen da. Und einen Kommentar. Und irgendwas. Und stellt Fragen bei Ask.fm, wobei ich da gar nicht bin. Aber ist egal. Ihr wisst schon, was ihr machen sollt. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.